Hey Freunde, willkommen zurück zu Jingles Balloon Fight DS, wo wir beim letzten Mal den ersten Modus durchgespielt haben. 99 Ebenen komplett geschafft, eigentlich sogar 100. 100 Ebenen komplett durch. Und dadurch haben wir uns jetzt die Galerie freigeschaltet. Nicht ganz direkt, aber schon einige viele Bilder. Und da wollte ich jetzt mal mit euch kurz mal gucken. Oh, guckt mal hier. Was ist denn das hier? Also dieses Bild kriegt man auch relativ einfach. Da musst du, glaube ich, nur irgendwas machen. Spiel an, aus, fertig, so nach dem Motto, ja. So, jetzt cool. Oh, mein Tingel, ey. Oh, weia, was ist das denn? Ich habe euch vorgewarnt, Leute. Ne? Die Tingelbilder sind nichts für schwache Nerven. Die sind sogar sehr übel. Ein paar sind auch Fragezeichen. Ein paar kriegen wir halt noch durch den Modus Balloon Trip, den wir jetzt gleich noch machen. Oh mein Gott. Und ja, das sind halt 20 Bilder. 20 Stück. Richtig übel. Und ja, die schalten wir alle nacheinander frei. Einige, wie gesagt, gehen nicht, weil die Multiplayer-exklusiv sind. Guckt euch das mal an. Bei unserem Haus so, hehehe. In so einer komischen Schlüpper, ey. Ganz vielen Ballons. Ja, so viele Ballons müsst ihr mal haben im Spiel. Was ist das denn? Wie er sich gerade anzieht. Also irgendwie... Auf so Blättern irgendwie so voll... Soll das Minish-Cap sein oder was? Weil er so klein ist? Ey, ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur ein... Weiß ich nicht. Ein Kunstverkenner. Kann ja alles sein. Ja. Guck mal hier. So, wow, Schraffur-Stil. Richtig klasse. Tingle sieht auch ganz begeistert aus. Oh, weia, ey. Ja, 20 Bilder. Und hier, was ist denn, wieso? Tingle in Outer Space. Ja, so wie es in Rosie Whoopie Land war, ne? Aber naja. So, das waren alle Bilder. Toll, es kommen noch einige dazu, wenn wir jetzt den anderen Modus spielen. Ja, und einige, wie gesagt, die dauern ein bisschen länger. So, Leben brauche ich nicht mehr einstellen, weil im Balloon-Trip-Modus gibt es halt nur ein Leben. Ja? Let's go, Balloon-Trip! Yeah! Oh, oh, es ist noch nicht der Balloon-Trip of Love. Nein, nein, nein. Aber halt, ja, wie gesagt, es ist einfach auch so ein Modus, den man eigentlich auch aus dem Original-Balloon-Fight kennt. So, Tingle darf die Blitze nicht berühren und nicht zu nah ans Wasser. Habt ihr gerade gesehen? Und wir kriegen einfach Punkte dadurch, dass wir Distanz schaffen. Ja. Und halt, oh, dass wir halt Distanz schaffen und, oh Gott, oh Gott. Und ein paar Rubine nebenbei einsammeln. Ja, jetzt bewegen die sich auch noch, ist schon klar. So, Phase 2, wir haben es geschafft und hier hat man so einen kleinen Safe-Spot. Yay! Und wenn ich jetzt sterbe, fangen wir halt immer wieder hier an. Das ist eigentlich halt auch ganz, ganz gut. Das ist schön. Und deswegen, ja, wie gesagt, hier werde ich definitiv nicht den Maximalscore erreichen. Ja, aber ich gebe mein Bestes. Auch das hier geht wieder bis Phase 99. Also, ne, 100 nicht, ne? Hier fängt es wirklich an bei Phase 1. Tingle fliegt hinaus. Ja, wir kriegen allein schon wieder 4 neue Bilder. Dadurch, dass ich hier bis Phase 5 komme, kriegen wir wieder neue Bilder. So, und hier haben die Luftbläschen eine gesonderte Aufgabe, und zwar stoppen sie die Zeit. Zack! Seht ihr, es bewegt sich kurz nichts, die Zeit ist gestoppt. Toll, die Luftblasen, oder? Naja, irgendwann kann dann das vielleicht schon mal den Hintern retten. Wir gucken mal. Voll bin gespannt, wie schwer das hier noch wird. Oh Gott, ey, Tingle, ja, steuert sich genauso wie in dem ersten Modus. Was halt ein Problem ist, weil, ja, ist ein bisschen... Ist halt alles so gefährlich, ne? Man muss immer rechtzeitig wissen, wann bremse ich jetzt ab, wann steuere ich dagegen. Oh Gott, und man kriegt ja so langsam nur Punkte. Gibt ja auch keine Bonusräume, um mal richtig abzusahnen mit Superbonus oder so. Nee, das gibt's nicht. Oh, Blase zum Zeiteinfrieren, aber warum soll ich das machen jetzt? Okay, um mir den hier zu holen. Yay, yeah, die Zeit bleibt auch super lange eingefroren, ihr merkt das schon. Yay, Phase 4. Ich warte mal hier. Tingle, Alter, mit seinen Steppschuhen. Ah, jetzt haben wir hier mal andere Musik, wa? Yeah, die Zeit steht still. Oh Gott, der wird später noch so eng und knapp werden. Aber ja, wie gesagt, ne, man muss nicht auf die Ballons achten. Nur Tingles Körper darf hier nichts berühren. Bam, 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 bam. Und wir sind wieder, ne, auf so einem riesen Meer. Das ist einfach Wind Waker-Tingle, Leute. Ja, er sieht ein bisschen anders aus, aber ist nicht so schlimm, ne?
Ich sag, ich glaube, Zeit sollte ich echt nicht stoppen, weil dann kriege ich keine Punkte durch das Bewegen des Bildes. Yeah, Phase 5. Sehr schön. Yeah, Tingle freut sich. Er ist der Tingle. Oh yeah. Ich glaube, der Modus hier sollte eigentlich schneller gehen als der andere. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil es halt auch vor allem sich ja, von alleine spielt. So ein bisschen. Ihr wisst schon. Okay, man kriegt aber auch echt jetzt nicht so viele Punkte. 300 Punkte pro so ein Rubin-Ding. Naja, ist jetzt nicht so toll. Aber ja, ich nehm's gerne von mir aus. Boing. Ja, ich passe natürlich auf und gebe natürlich ein bisschen mein Bestes. Aber ich sag, Highscore schaffe ich hier nicht. Auf keinen Fall. Ich bin mir sicher, dass man nicht alle Rubine mitnehmen muss für den ultimativen Highscore. Aber der ist mir trotzdem hier zu gefährlich. Die Sterne bewegen sich nicht nur hoch und runter, nee, auch diagonal von rechts nach links und quer nach durch. Und boah, ey, ist das nicht gemein? Wir sind schon bei Phase 7. Nee, doch noch nicht. Ich dachte, es kommt irgendwie, weil so eine Zeit lang Pause war. Yeah. Tingle, Tingle, er reist durch die Nacht. Ich weiß gar nicht, ob sich hier auch nochmal die Tageszeit ändert. Ich glaube nicht. So, an sich ist es ja am schlausten, ne? Relativ weit rechts sich zu halten. Weil man dann halt auch wirklich sieht, was auf einen zukommt. Man sieht ja wirklich viel, da ja beide Bildschirme halt echt genutzt werden. Wow. So, wow. Kurz mal neu positionieren. Kleine Pause ausnutzen. Yay! Wow. Oh Gott, ey. Der Bildschirmrand schiebt mich weg. So. Das war geil, ey. Die Rubine, die Ballons können aber die Rubine berühren und gelten als eingesammelt. Ja, das ist wunderbar. La 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 la. Alter, Phase 8. Oh yeah, ich freue mich so. Die Luftblasen will man echt nicht einsammeln. Aber es wird manchmal passieren. So. Na ja! Alter, voll gemein. Game over. Weitermachen? Yo. So, ein Highscore auf 0. Ich hab's gewusst, Mann. Aber Phase 8 wieder, ne? Wir können halt nichts verlieren. Ja, aber ich glaube, besser als jetzt werde ich auch nicht mehr. Übrigens, ne, ein Bild bekommt man sehr merkwürdig, indem man diesen Modus einfach immer wieder von vorne startet. Nicht von vorne, immer wieder sagt, Modus anwählen, let's go, abbrechen, anwählen, let's go, abbrechen. Und dann kriegt man einfach irgendwann auch noch so ein Bild in der Galerie. Ist also sehr einfach frei zu spielen. Yeah. Woo. So, wenn wir jetzt bei Ebene 9 sind, haben wir ja schon ein Zehntel geschafft. Ja. Flupp. Alter, boah, der olle Fisch, ey, hau ab. Wow. Seht ihr? Die Ballons, da passiert nichts. Jo, man kann auch schön den Knopf gedrückt halten, die ganze Zeit schon. Dann geht Tingle einfach ab wie Schmitz' Katze. Ja, deswegen immer schön gedrückt halten, ein bisschen loslassen, um ein bisschen neu zu justieren. Und Tingle schön zu steuern. Ja, la 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 la. Boah, ey, wenn die Zeit anhält, ist auch ein bisschen doof. Weil man dann schnell vergessen kann, in welche Richtung sich die Elektrodinger bewegen. Wenn man die Zeit stoppt und sich denkt, weich aus, dann dass man dann trotzdem genau reinrennt, wenn die sich wieder anfangen zu bewegen. So, es soll eigentlich immer schwerer werden. Bisher sind sie immer noch sehr einzeln, aber ich glaube nachher, später sind die auch noch richtig wie eine Mauer angeordnet. Die euren Blitzdinger. Die haben so nach richtig schön so einen Pfad lang und so. Ach, das wird doch toll. Aber wie gesagt, jede Phase ist ein Safe Point. Wir können nicht wieder zurückfallen. 10 Phasen haben wir auf jeden Fall sicher. So. Der Tingle.
Ja, es macht auch Spaß. Ich glaube, der erste Modus macht irgendwie mehr Spaß, weil, ja, hier ist halt so der Druck. Ist auch der Sinn dahinter, aber du hast ja bloß ein Leben. Ein Leben nur. Wenn du unterfällst, dann war's das. Oh, 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 oh je. So, Zeit mal kurz stoppen. Ach, warum? Ist nicht nötig. So, oder krieg nochmal den Highscore geknackt und kann noch ein bisschen mehr machen? Ach, nee. Da müsste ich schon richtig hier Rubin-Handding machen. Ja, die Tingle auch schwitzt, da kommt richtig ins Schwitzen. Vor Anstrengung oder vor der bedrohlichen Gefahr, die die ganze Zeit lauert? Was macht ihm wohl mehr Angst? So, warum ist denn die ganze Zeit Nacht? Wann wird denn das mal Tag? Ich will am Tag fliegen, da ist die Sicht besser. Ebene 12. Uff. Das dauert doch ganz schön, wa? Aber gut, wir gucken einfach, wie lange das dauern wird. Ich tue mein Bestes, um nicht so oft zu verkecken, damit wir das hier schnell rocken. So, ich kann ja mal versuchen, alle Rubine mitzunehmen. Oh, war ja, nee. Da unten ist schon wieder die arge Überschneidung. Das mache ich nicht. So, ich glaube, später hat man auch alles gesehen, was die Blitze für Formationen machen können. Bloß die werden dann einfach wieder schneller. Immer schneller. Ist halt voll okay. Ja, okay, die Luftblasen geben noch nicht mal Punkte. Ja, was auch nicht so toll ist. Also braucht man die echt nicht einsammeln. Außer man muss halt echt mal verschnaufen. Obwohl man hier auch immer gut verschnaufen kann auf den Dingern. Safe. Und auch hier, da kann man jederzeit sagen, so, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte rausgehen oder so. Und das Spiel, wenn man es fortsetzt, fängt dann halt wieder an bei der Phase, die man zuletzt geschafft hat. Also bin ich ganz entspannt. Wow. Boah, ey, jetzt wird es richtig eng und richtig viel schon. Tingle ist mein Freund. Aber ich mag es ja echt, wenn man so Highscore-Games, die man quasi ja unendlich spielen kann, wenn die trotzdem irgendwie eine Art Durchspielfaktor haben, dass man sie halt wirklich durchspielen kann. Das finde ich schön. Das war ja auch, wie im ersten Part schon erwähnt, bei Zelda Game & Watch war das ja auch so, dass es auch unendlich spielbar, aber hat ein quasi ein kleines Ende. Und auch Link's Crossbow Training, einfach alle Missionen. Ja, so ein bisschen hier, ne? Mein Nintendo Pickwars Twilight Princess war ja auch so ein ähnliches Game. Obwohl, das war ja, nee, das war kein Highscore-Spiel, das war so ein Puzzle-Game. Mann, ey, die ganzen Spin-Offs, wa, die Zelda inzwischen hat. Aber Tingle ist wirklich der Spin-Off-König. Tingle hat drei eigene Spiele. Ja, nicht zu vergessen natürlich, ja, da habe ich bestimmt auch schon wieder in den Kommentaren irgendwo zu stehen. Es gibt ja natürlich auch noch das Too Much Tingle Pack. Also zu viel Tingle auf einmal Pack, ja. Und das ist auch ein Japan-exklusives Ding. Das ist aber, das ist wirklich kein Spiel. Ja, das ist, das habe ich auch schon in, weil es da beworben wurde, habe ich es in meinem Let's Play zu Tingles Balloon Trip of Love angesprochen. Relativ ausführlich sogar. Ja, also, wer möchte, kann da gerne vorbeischauen. Ja, im Spiel selber wird da das Too Much Tingle Pack beworben. Ja, Humor. At its best, ja. Nee, aber ja, das ist halt, wie gesagt, um kurz anzuschneiden, im Too Much Tingle Pack, das sind halt nur so Gimmick-Apps. Da ist ein Taschenrechner drin, ein Münzwurf-Simulator und so ein Scheiß, wisst ihr? Und ich glaube nicht, dass ihr wollt von wegen Let's Play Tingle Taschenrechner oder was. Leute, so am Boden bin ich noch nicht, ja? Was hier mein YouTube-Kanal oder meine YouTube-Karriere angeht. Oh, guck mal, Marcel, er hat so, ist so weit unten durch. Er Let's Playt schon Taschenrechner, ne? Nee, nee, Leute. Nur wirkliche Games, wie das hier. Oh, Ebene 16 schon. Der Tingelmann, was ist mit dir los? Warum ist eigentlich immer der rote Ballon ganz vorne? Ich will mal, dass der blaue Ballon vorne ist. Hätte irgendwie nichts dagegen, wenn Tingle auch allgemein schneller fliegen würde mal. Hey Leute, wir machen ja wieder, wir haben den Rekord wieder gebrochen. Hab ich gar nicht gemerkt. Dann zählt man und erzählt man. Hab gar nicht gemerkt, dass wir einen neuen Highscore haben. Ja, ich weiß, ihr wollt euch dann an mir messen, ne? Könnt ihr gerne machen. Wobei ihr im Modus A nur mit mir gleichziehen könnt, ne? Weil wir den Maximalpunktestand da haben. Aber hier, hier denke ich mal, habt ihr gute Chancen. Obwohl, wir sind gerade mal, naja, nee, okay. Ebene 17.
Ja, und es geht halt bis 999, 1500, denke ich mal, auch wieder hier. Tja, das, das schafft man nicht mehr. Zeit mal kurz gestoppt, damit Tingle ausruht. Yeah. Boah, jetzt richtig eng hier schon alles. Ist hier viel zu eng. Babam, babam. Wow. So, scheinbar hier mitnehmen. So, okay. Und wieder, vielleicht wieder nach oben. Manchmal sieht es auch echt so aus, als würde man sich gar nicht bewegen, ja? Als würde alles nur an einem vorbeiziehen. Aber nee, okay, wenn das Island hier entgegenkommt, dann weiß man, okay, wir bewegen uns. Ja, ich bin immer noch der Meinung, Tingles Balloon Fight DS spielt im Wind Waker-Universum. Ganz klar. Ganz viel Wasser und Meer und halt kleine Inseln. Kommt schon. Oder es kann auch ein ganz neuer Tingle sein. Kann natürlich auch sein. Ja, bisher war ja irgendwie jeder Tingle, den man so kennt, ist immer irgendwie ein anderer. Eine andere Reinkarnation. Boah, ey, es dauert so eine Phase aber auch echt lange, ey. Bis man die mal hier abgeschlossen hat. Yeah, Phase 19. Oh, die uns keiner mehr nehmen kann. Puh. Ich muss übrigens nicht hier landen, ne? Das ist nur, Mike nur so, um mal meine Finger zu entspannen. Ganz kurz. Das ist Finger, mein Daumen. Ja. Wow. Okay. Puh. Boah, Alter, siehst du? Man darf nicht zu nah an den linken Bildschirmrand, ey. Das sollte man echt vermeiden. Da kommt immer so ein Ding einfach angesaust, wisst ihr? So, wow. So, ich hab schon, ja, ey, noch nicht mal, wie gerade mal so 51.000 Punkte, ey. Nee. Oh, nein! Oh, ich hab's noch geschafft! Ich glaube, ich hab's noch geschafft auf Ebene 20. Oder? Fange ich bei Ebene 20 an? Ja. Geil. Okay. Wollen wir da noch einen kleinen Turm hinbaut. So, 51.000 Leute, das ist mein Rekord. Ah, Mann! Flutsch! Nochmal. Tut mir leid, Konzentration lässt irgendwie nach. Es sieht ja alles immer gleich aus. Tingle mit seinen kleinen Ärmchen, wackelt einfach wunderbar. Ja, bei Phase 33 hätten wir ein Drittel geschafft. Ja, das ist ja irgendwie... Ich glaube, es wird länger dauern als das andere. Ja, wir ziehen's durch, Leute. Dass ich allen sagen kann, ja, natürlich habe ich auch Tingles Balloon Fight DS durchgespielt. Soweit es mir halt möglich war. Okay, da war jetzt aber eine kurze Ebene 21. Und dann kam mir das nur so vor. Los, Tingle, flieg! Bam, bam, bam. Ob die Japaner irgendwann nochmal ein Tingle-exklusives Spiel bekommen werden? Weil es ja auch so eine Sache, ne? Weil die Tingle-Spiele sind halt echt alt. Zwei Spiele gab es im Jahr 2007 und dann halt noch ein Nachfolger gab es in 2009. Ja, also, ja, Tingle, wird mal wieder Zeit. Es gab schon lange kein Japan-exklusives Tingle-Game mehr. Wobei ich mir vorstellen kann, dass heutzutage würden wir das aber auch bekommen. Der Rest der Welt und so. Weil inzwischen finden alle Tingle cool. So. Ich glaube, eine Phase schaffen wir noch. Und dann ist erstmal wieder Schluss für den heutigen Part. Und dann schaffen wir vielleicht im nächsten Part nochmal so, ja, vielleicht 30 Phasen. Wenn ich gut bin. Ne? Nur wenn ich gut bin. Wow. Die ganzen Sterne, ey. Wow. Ja, ganz vorsichtig hier durch. Jungeln hier durch. Switchen. Wow. Was sind das überhaupt für Dinger? Im ersten Modus haben die Wolken so eine Teile abgeschossen. Sind hier überall Wolken? Über und unter uns? So, geschafft. Yay. Okay, komm, noch eine Phase. Los. Eine Phase möchte ich noch machen mit euch.
Ah, die Mucke kennt man nicht aus irgendeinem Tingle-Spiel. Die ist hier neu. Also kommt mir einfach nicht bekannt vor. Wie die anderen tollen Hits wie Hey, Hey, ne? Badabang, okay. Ja, das wird doch. Wow, das wird doch schon, Leute. Ja, ist ja ein bisschen langweilig, ja, das ist vielleicht doch eher was für den, der gerade aktuell spielt, der Highscore und so. Aber gut, ah, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal bis hierher mit Tingles Balloon Fight DS, dem zweiten Modus. Und wenn der abgeschlossen ist, wie gesagt, sind wir mit dem Let's Play auch fertig, ja. Gucken uns noch die Galerie an, ich sorge dafür, dass ihr trotzdem alle Bilder der Galerie seht, auch wenn ich sie nicht freispielen kann, ne. Kein Problem, Leute, Wunder des Editings, das ist doch klar, ne. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für euer Interesse, falls man das Interesse nennen kann an Tingle. Aber trotz alledem, ne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.